Einmal bei Alpenkamm vorbei. Das ist ein großes Level, braucht lange zum Laden. Boing. Da hinten gibt es auf jeden Fall unten etwas. Da oben ist etwas. Boing, boing. Und brennen. Gerettet sein. Oh, Spyro, du hast doch keine Angst vor diesen großen, lauten, schrecklichen Bestien, oder? Natürlich nicht. Oh, gut, das dachte ich auch nicht. Natürlich nicht. Waha! Kam ich von hier aus nach da hinten? Ich würde fast sagen, ja. Also hier hoch, da hoch und dann dahin fliegen. So, von hier aus. Meh. Okay, jetzt kommen die nicht mehr wieder, bleiben aber da. Irgendwie glaube ich, ich muss nach da fliegen. Meh. Habe ich mir jetzt den Weg dahin kaputt gemacht? Geht der von sich aus auf? War das einer von denen, die da oben drauf waren? Da geht er auf.
Hat einfach nur eine Weile gedauert. Jetzt hier runterfliegen. Tschüss. Erstens, ich weiß nicht, wie viele Kristalle ich hier finden muss. Zweitens, ich weiß nicht, wie viele Drachen es sind, aber mindestens noch zwei. War? Ja klar, danke. Ich glaube, das endet in wir gehen baden. Okay, der scheint jedes Mal, wenn wir in die Nähe zu kommen, scheinen sich fertig zu machen. Eldrin! Danke, dass du mich befreit hast. Eldrin, der Drache. Ich höre wieder ein Nähne. So, da geht's nach Hause. Und ich glaube, da geht's auch da hinten rein. Ich glaube, da kommen wir her. Da müsste es noch was geben. So, wenn wir uns mal hier diesen Drachen holen. Sander. Wenn du so weitermachst, kennst du bald alle Tricks der Welt der magischen Künstler. Zwischendurch immer mal testen, ob die Maus noch funktioniert, sonst stehe ich das nächste Mal wieder da wie vorhin. Feuerwerk! Au, au, au. Ein Leben. Da hinten gibt's mehrfach Feuerwerk. Da habe ich auch noch genau einen Stein vergessen. Da ist dieses Vieh. Wir kommen so langsam näher.
Erwischt. Und jetzt gehen wir mal die Laufstrecke nochmal ab für die ganzen Kisten. Wie heißt du denn? Kelvin. Denk dran, die blauen Diebe haben auch außerhalb der Welt der magischen Künstler Eier gestohlen. Keine Sorge, ich kümmere mich um sie. Alle Drachen gefunden. Und jetzt vermute ich mal, dass die letzten verbleibenden 20 Kristalle da hinten in dem Feuerwerk stecken. Wo ich für ein bisschen später abheben muss. Wow. Wir werden hier Leben verlieren. Das waren 5. Wow. Natürlich könnte ich da auch von Inselhopping betreiben, während es in die Luft geht. Also quasi von der Insel hier zu der. Das Ding hier anzünden. Schnell auf diese Insel. Das hier anzünden. Schnell auf diese Insel und wieder zurück zu dieser Insel. Mäh. Und ich glaube, das waren 100% dieses Levels. Was war das? Hat sich das hier runter bewegt? Und wenn ja, warum? Ich habe keine Ahnung. Und nach Hause. Tschüss. Hier gibt's einen Fluglevel. Kristallflug. Boulder.
Dieses Portal führt an einen Ort, wo du fliegen lernen kannst. Ich weiß noch, wie ich mir als junger Drache meine Flügel verdient habe. Fliegen lernen. Verstanden. Fliegen lernen. Meine Maus funktioniert gerade wieder nicht. Okay, machen wir hier raus mal eine Runde Level lernen, wenn ich dann nicht ins Wasser falle. Wo bin ich hier überhaupt? Ich bin hier auf der komplett falschen Seite dieses Levels, richtig? Richtig. Okay. Es gibt Flugzeuge, Kisten, Ringe und Bögen. Und ich hätte auf nochmal versuchen klicken sollen. Na dann, nochmal rein da. Jetzt weiß ich aber auch, warum das Kristallflug heißt. Wir fliegen nämlich um einen Kristall herum. Weiß ich, ob das so eine schlaue Idee ist, hier alles jetzt quer durcheinander zu machen. Hier muss ich nach rechts. Nach unten. Hier gibt es noch Kisten. Da kam mir ein Flugzeug wieder entgegen. So, da kommt das Flugzeug. Ne, da fliegt das Flugzeug. Ich sollte in die andere Richtung. Das bringt 3 Sekunden. Das bringt nochmal 3 Sekunden. Und da unten ist die letzte. Alles in einem. Wow. Ich glaube nicht, dass das Level so geplant war zu fliegen. Aber wir haben's beim zweiten Versuch. Ehrlich gesagt, fast beim ersten Versuch, wenn ich den ersten Versuch mal nicht als ersten Versuch deute, sondern als technischen Defekt. Und dann gibt es noch die luftigen Höhlen hier. Und bestimmt noch ein Level. Du heißt Santor. Was hast du zu sagen, Santor? Du kannst entlang von Pfeilen wie diesen hier vorstürmen, um eine Superladung zu beginnen. Superladung? Spitze! Na los, probier's aus! Pfeilen? Ach so, heilen.
glaube aber, ich sollte hier runter damit. Und dann? Komische Gewitterviecher. Da war ein Schlüssel. Okay, dafür brauchen wir die Superladung. Gehe ich mal von aus. Wir haben aber einen Schlüssel. Das heißt, hier runter. Das war nicht so geplant. Bei weitem nicht so geplant. Ich glaube, wir landen hier unten im Wasser. Ist diese Kiste jetzt wenigstens offen? Ja. Also wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir noch mindestens 2 bis 3 Welten hier. Aber ich glaube, wir machen weiter dann bei der nächsten Aufnahme, denn für diese soll es das dann auch mal wieder gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.